Künstlerisch geht's jetzt auch weiter mit Hip-Hop. Wir waren beim Ausarten-Festival in München am Start. Dieses Jahr ging's um das 50-jährige Bestehen von Hip-Hop. Das Ausarten ist ein Kunstfestival. Dort wird seit 2016 die radikale Vielfalt der postmigrantischen Stadt München gefeiert. Wir haben Andro, einen jungen Rapper aus Nürnberg, dort begleitet. Hip-Hop ist 50 geworden! Ich bin Caro, Caroline Mulat. Ich arbeite für den Bayerischen Jugendring und koordiniere da das Projekt You and Me, Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft. Und wir haben hier auch in Zusammenarbeit mit dem Ausarten-Festival die Veranstaltung heute mitorganisiert, weil das für uns eine ganz tolle Möglichkeit ist, um auch das Thema Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft mit Hip-Hop zu verbinden. Also mein Name ist Noah, ich gehe in München unter den Künstlernamen ESC Rilla und ich leite hier heute den Hip-Hop-Workshop. Mein Name ist Wasim, ich bin heute der Veranstalter hier beim Ausarten-Festival 50 Jahre Hip-Hop im Import-Export. Wir feiern 50 Jahre Hip-Hop. Wir hatten gerade, yes, machen wir bitte richtig Applaus für Hip-Hop erstmal. 50 Jahre. Ich glaube, Hip-Hop passiert schon ganz viel in der Jugendarbeit. Viele Jugendzentren arbeiten mit Hip-Hop und ja, viele Jugendliche stehen auch einfach auf Hip-Hop, hören super gerne die Musik und fühlen sich davon angezogen. Es gibt verschiedene Bereiche, in die sie gehen können, mit Tanz, mit Rap, mit Graffiti. Und da ist, glaube ich, super viel, was man ausprobieren kann, wo man seine Talente finden kann. Deswegen passt das, glaube ich, super gut zusammen, Jugendarbeit und Hip-Hop. Hip-Hop als Kultur und auch das Ausarten-Festival machen genau das jeden Tag rund um die Uhr, nämlich Menschen auf die Bühne zu bringen, Räume zu kreieren und Menschen einzuladen, beziehungsweise Menschen zu GastgeberInnen zu machen, ihre eigene Perspektive, ihre Sichtweise, ihre Kunst, ihre Wörter, ihre Kritik in dieser Gesellschaft sichtbar zu machen und laut sichtbar zu machen, schön, positiv sichtbar zu machen, einladend sichtbar zu machen. Das alles kann Hip-Hop natürlich schon seit 50 Jahren und hoffentlich noch für weitere 50 Jahre plus. Und ich finde auch dieses Festival macht das ganz gut, weil es ist ein Festival aus einer Moschee, dann mit einer jüdischen Gemeinde zusammen, also muslimisch-jüdisches Festival und heute einfach ein postmigrantisches Münchner Festival, wo alle eingeladen sind mitzumachen, wie bei der Hip-Hop-Kultur halt auch. Ich finde, Hip-Hop kann Jugendliche stärken, weil Hip-Hop stärkt zum einen das Selbstbewusstsein und auch die Kreativität und das sind alle Tools, die du brauchst, um in dieser Welt wirklich klarzukommen. Also ich fühle mich sehr aufgeregt, aber auch sehr gut irgendwo, weil das erste Mal ist, dass ich irgendwie sowas mache. Ich komme auch heute auf die Bühne und werde einen kleinen Part von mir zeigen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf bei dem 50 Jahre Hip-Hop-Event. Es war sehr gut, ich konnte viel Erfahrung sammeln und die Leute dort waren gut drauf. Jeder hatte gute Laune, keiner hat irgendwie was Schlechtes gesagt oder so. Und das hat mir auch wirklich Motivation gegeben. Ich muss sagen, dass ich etwas aufgeregt war, deswegen konnte ich nicht wirklich 100% geben, aber beim nächsten Mal werde ich es auf jeden Fall viel besser machen. Mehr über das Ausarten-Festival könnt ihr hier erfahren.